Ja, nun in der nächsten Folge der Kurzfilmreihe zum Seminar Erwachen. Ein Begriff der Seelenanteile, den viele schon mal gehört haben im Rahmen Energiearbeit, schamanisches Arbeiten, Rückführungsarbeit. Aber, bei dem ich auch sagen kann, dass dieser Begriff ja manchmal sehr große Blüten treibt, dass es manchmal ausufert, was Menschen sich darunter vorstellen. Und dass es aber auf der anderen Seite auch nicht ganz einfach ist, ihn in Gänze zu verstehen oder zu erklären. Ich versuche es mal so zu beschreiben, wie ich es in der Rückführungsarbeit erlebe. In der Rückführungsarbeit ist nahezu in jeder Sitzung das Zurückholen von Seelenanteilen ein Thema, eine Art, ein Teil der Arbeit. Mittlerweile bin ich schon hingegangen, also wir haben jetzt vorhin auch im Vorfeld des Kurzfilms in unserer kleinen Runde hier schon diskutiert, mittlerweile gehe ich in den Sitzungen oft hin und erkläre schon, während ich den Impuls gebe, dass es nicht wirklich Teile der Seele sind, die wir zurückholen, sondern Frequenzen, Schwingungen, die aus dem Gesamtbewusstsein stammen. Unser Gesamtbewusstsein, das kann ich vielleicht noch mal besser erklären, zusammenfassen, indem ich auf ein Buch hinweise, von dem in den ersten Folgen des Erwachensseminars schon mal die Rede war, nämlich die Archetypen der Seele. In diesem Buch Archetypen der Seele haben die beiden Autoren sehr schön beschrieben, was sind denn alles Bewusstseinsanteile, was sind alles Frequenzen, Schwingungen, Energien, die das Menschsein, die das Dasein ausmachen. Und das sind unglaublich viele verschiedene Energien. Ob das unser Mut ist, ob das unser Vertrauen ist, unser Urvertrauen, unsere Hoffnung, unser Glücklichsein, alles, was irgendwo mit Energie, mit Licht, mit Frequenzen und so weiter zu tun hat. Dieses Gesamtbewusstsein, was uns dann als Mensch ausmacht, ist immer abhängig von dem, was wir erlebt haben. Wenn ich also in einem Leben Dramen erlebt habe, Schockerlebnisse, Traumata erlebt habe, dann werde ich als Mensch immer sehr unterschiedlich auf diese Erfahrungen reagieren. Je erfahrener ich bin als Seele und dementsprechend auch als der Mensch, dessen Kleid ich sozusagen angezogen habe als Seele, je erfahrener ich durch ein Leben gehe, werde ich mit den Dingen, die von außen auf mich wirken, auch viel bewusster umgehen. Man könnte auch sagen, souveräner umgehen. Dementsprechend werden meine Energien, die ich so bei mir habe, in meinem Kleid bei mir trage, völlig anders reagieren als in Leben, in denen ich noch viel, viel weniger Erfahrung hatte, in denen ich viel weniger Bewusstsein, könnte man sagen, hatte. Wenn ich jetzt meine Situation betrachte, ich hatte jetzt zum Beispiel in den letzten Sitzungen eine Klientin, bei der es um eine Angst ging, um eine sehr starke Angst, die sie so entwickelt hat. Und sie erlebte sich in einer Situation, in der sie von jetzt auf gleich einem Raubtier gegenüberstand. Und in diesem Moment, wo sie dem Raubtier gegenüberstand, hatte sie sofort eine absolute Angststarre, Riesenschockerlebnis, und sie konnte auch genau beschreiben, wo sie dieses Schockerlebnis und so weiter hatte. Also sehr körperlich manifest, auch mit Beschwerden, die sie eben heute in verschiedenen Situationen hat, in denen sie eben auch das Gefühl hat, sie steht wie angewurzelt und sie kann nichts mehr machen. Obwohl im Außen eigentlich nichts passiert ist. Also nur irgendein komischer Impuls, ein Wort oder irgendetwas im Außen passiert ist, wo sie in einer Angststarre steht. Und hier nimmt sie eben wahr, okay, das ist mir zum ersten Mal passiert, als mir, sagen wir mal, dieses Raubtier begegnet. Ich will diese Situation jetzt nicht ausschmücken oder bis ins Detail erklären.
Was sie dann aber im Anschluss, im Verlauf der Sitzung, eben in der Nachbetrachtung dieser Situation erlebte, sie hat ihre Energie, ihre Grundenergie gespürt, hat ihre Aura sozusagen betrachtet und sah alle Energien, die sie in ihrem Gesamtbewusstsein ausmachen, und hatte so ein Bild für sich, also ein Bild, was ihr letztlich ihre Seele zeigte: stell es dir so vor. Eigentlich sieht deine Aura so aus. Sie ist eine leuchtende Energie mit ganz, ganz viel Licht, ganz vielen Farben und so weiter. Aber du hast an ganz, ganz vielen Stellen deine Aura, hast du Flecken. Da ist ein schwarzer Punkt, da ist ein grauer Punkt, da ist etwas. Und so ist so diese, war diese ganze Aura von ganz, ganz vielen Flecken, nennen wir es einfach mal Flecken, gesprenkelt. Und dann bekam sie so die Information, alleine in dieser Situation, in der du diese panische Angst hattest, hast du zum Beispiel aus deiner Aura, aus deinem Gesamtbewusstsein unheimlich viel deines Vertrauens verloren. Immer wenn solche Situationen auftauchen, ziehst du dich zurück. Du machst dich nicht groß, du machst dich in dem Moment klein. Du hast die Hoffnung verloren, du hast deine Stärke verloren, du hast deine Kraft verloren, du hast deinen Mut verloren und so weiter. Also das, was in solchen Situationen abhanden kommt, ist das Bewusstsein für: ich bin meine Seele, ich bin göttlichen Ursprungs, ich bin sozusagen 100% Licht, 100% vollständig. Und das ist ein Zustand, den die Seele immer hat. Die Seele versucht uns in all dem, was sie immer wieder als Signal an unseren Körper geht, sie versucht uns immer klarzumachen: du bist eine bewusste Seele. Diese Seele ist immer vollständig. Sie ist auch nie, wir kennen so den Begriff, wenn man von psychischen Erkrankungen spricht, die Seele ist krank. Die Seele ist nie krank. Das, was sich als Krankheit zeigt, sind höchstens, könnte man so vergleichen mit den Sprenkeln auf der Aura. Die Seele ist immer, da legen sich sowas wie Schatten drüber. Die Seele mit der Zeit immer weiter, die will sich immer weiter von diesen Schatten befreien, weil sie weiß, dass sie reines Licht ist, dass sie reines Bewusstsein ist und dass sie reinen göttlichen Ursprungs ist. Also, das, was du letztlich erkennen musst für dich, ist, dass deine Seele, dass du deine Seele bist, dass du reines Licht bist, weil du bist deine Seele und deine Seele ist reines Licht. Und dass dir nie irgendetwas fehlt. Wenn dir etwas fehlt, dann sind das Teile, Energien, Frequenzen deines Bewusstseins. Und die kannst du im Grunde genommen, je mehr und je weiter du dich auf den Weg machst, kannst du diese Bewusstseinsanteile selber zurückholen. Also auch da bin ich wieder geschäftsuntauglich, schädigend. Du kannst das zum größten Teil selber machen. Je mehr du dich in dein eigenes Gefühl hineinbegibst, je mehr du dich in deinen eigenen Raum hineinbegibst, Meditation übst, in die Ruhe gehst, in die Entspannung gehst und spürst: ach, jetzt habe ich ein gutes Gefühl für mich, jetzt spüre ich mich selber und ich erlaube meiner Seele, ich erlaube meinen geistigen Helfern, ich erlaube allen die Seelenanteile, die ich in Situationen verloren hatte, die mir meinen Mut geraubt haben, mein Vertrauen geraubt haben. Diese Seelenanteile, die nehme ich jetzt wieder zurück. Ich erlaube diesen Seelenanteilen, diesen Frequenzen, diesen Schwingungen, diesen Bewusstseinsanteilen jetzt wieder zurückzukehren. Und ich bin mir bewusst, dass meine Seele nie geteilt ist. Dass das im Grunde genommen eine weitere Illusion in unserem Bewusstsein ist. Also, wenn ihr von Seelenanteilen hört, dann ist das vielleicht deshalb ein Begriff, weil er sich so, naja, im Grunde genommen irgendwo eingeführt hat, weil man für viele Dinge einfach keinen besseren Begriff hat. Aber man könnte ihn einfach austauschen durch Bewusstseinsanteile. Also, fühl für dich, du bist immer vollständig. Du bist deine Seele, du bist nie geteilt. Und fordere oder nimm deine Energien wieder zu dir zurück. Egal wann sie dir abhandengekommen sind, egal wo sie sozusagen rumfleuchen, nimm alles wieder in deinen Raum auf und du wirst dann spüren: ich werde immer vollständiger.
im Sinne dieser Vollständigkeit, dieses Erfülltsein. Ne? Daher kommt doch dieser Begriff des Erfülltseins. Ihr werdet erfüllt sein erleben, glücklich sein erleben, wenn ihr das, was eures ist, wieder in euer, ne, sozusagen in euer Haus, in euren Raum aufnimmt. Und dabei bei diesem Heimkehren, zurückkehren lassen, all dessen, was du bist, wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und viel inneres Glücklichsein.